Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Overclocked. In der letzten Folge, manch eine mag es vielleicht wie ein Déjà-vu vorkommen, haben wir uns wieder hier vor positioniert und wir hätten jetzt wieder ein bestimmt zauberhaftes Gespräch mit unserem neuen Freund führen. Ist es nicht toll, wir haben so viele neue Freunde gefunden in der letzten Zeit. Morgen, Miller. Na, die war ja mächtig sauer. Sieht so aus. Möchte wissen, was da drin los war heute Nacht. Hat sie Ihnen was erzählt? Nein, mir doch nicht. Vielleicht hat Ihr Doc Sie schlecht behandelt. Mhm. Ihr Doc? Wie meinen Sie das? Na mein Gott, zwischen den beiden läuft doch was. Meinen Sie nicht? Danke. Ach, kommen Sie. Tamara und Dr. Young? Wie kommen Sie denn auf sowas? Keine Ahnung. So verkrampft kann man nur sein, wenn man unglücklich ist. Ah ja, das ist ja eine interessante Theorie. Fragen Sie doch mal. Den Teufel werde ich. Ich muss jetzt mal da rein. Na, ganz ehrlich, ich würde mich da auch nicht einmischen. Also ich meine, die beiden sind ja so schon kratzbürstig genug. Ich will gar nicht wissen, was der Doktor uns jetzt alles vorwirft. Na, ich habe jetzt schon keine Lust. Ich muss, oder? Sonst komme ich bestimmt nicht weiter. Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht davor drücken kann. Bringen wir es hinter uns. Dr. Young? Bitte. Bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Hatten Sie eine angenehme Nacht? Danke. Schon so. Nun, Tamaras Nacht war nicht so angenehm wie Ihre. Wir haben versucht, Sie anzurufen. Was? Wann war das? Gegen 2. In Ihrem Zimmer waren Sie nicht zu erreichen. Es war nicht einmal der Anrufbeantworter des Hotels dran. Verflixt, ja. Tut mir leid, mein Telefon im Hotel ist kaputt gegangen. Rufen Sie mich lieber auf dem PDA an. Was gab es denn? Tamara wurde von einem unserer, ihrer Patienten angegriffen. Von welchem? Zelle 5. Er hat sie beinahe erwürgt. Um Gottes Willen, was haben Sie unternommen? Nichts weiter. Ich habe Ihr Anweisung, keine Medikation ohne Ihre Zustimmung zu erteilen. Tamara kann von Glück sagen, dass ich gerade noch einmal im Büro war, um Akten zu holen. Sie hätte zu Tode kommen können. Meine Güte, jetzt wird mir auch klar, warum sie so kurz angebunden war. Sie ist außer sich. Ich muss darauf bestehen, dass wir die Medikation bei Bedarf fortsetzen können, Mr. McNamara. Wir werden für Ihre Methoden nicht unsere Haut aufs Spiel setzen. Wir sprechen noch darüber. Wie geht es Nummer 5 jetzt? Sie können gern selbst nachsehen. Ja, werde ich auch machen. Bis später. Tamara ist immer kurz angebunden. Jetzt mal ganz ehrlich, die wäre sonst nicht weniger kratzbürstig gewesen. Und, nichts für ungut, aber euch beiden traue ich nicht über den Weg. Zufällig noch im Büro gewesen, um Akten zu holen. Natürlich. Gehen wir erstmal in Zelle 5. Hallo? Hey, lass, ganz ruhig, mein Junge. Ich wollte... Ich bring dich um. Warte, beruhige dich. Huch. Gut, dass wir einen Pager haben. Was zum Teufel ist hier los? Das meinte ich mit, wir werden mit dem jungen Mann in Zelle 5 Danke, noch sehr Doktor. Viel Spaß haben. Was haben Sie ihm gegeben? Tranquilat IV. Seien Sie das nächste Mal vorsichtiger, verdammt nochmal. Tranquilat IV. Schrei uns nicht so an. Wir verstehen das Wort doch, wenn du es leise sagst. Der ist außer Gefecht. Ich kümmere mich später um ihn. Wird verdammt schwer werden, mit ihm zu arbeiten. Ich muss ihn auf jeden Fall ruhig stellen, wenn er wieder zu sich kommt. Ja, das wird ja noch witzig. Ach du liebe Güte. Ja, das habe ich auch gedacht. Da David ja in seiner Notiz oder in seinem Memo an sich selbst am letzten Abend sagte, dass der Zugang zu Zelle 1 relativ einfach wird oder einfacher als bei den anderen, würde ich sagen, setzen wir einfach bei ihm an und unterhalten uns nochmal mit ihm. Also ich meine, er sitzt schon mal, das ist schon mal ein Fortschritt. Genau. Hock dich einfach vor ihn, sprich nicht mit ihm, hypnotisieren wir ihn direkt. Kein Problem.
Wozu Gespräche führen? Ich muss irgendwie Zugang zu ihm bekommen. David, zu mir würdest du auch keinen Zugang bekommen, wenn du vor mir einfach nur mit einem Pendel hin und her wackeln würdest. Nichts für ungut. Da ich, wie gesagt, das Spiel schon mal gespielt habe, weiß ich ungefähr, was wir machen müssen, aber ich möchte trotzdem nochmal in die anderen Zellen und gucken, ob sich da irgendetwas getan hat. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Alles klar. Dann gehen wir halt zu dem anderen jungen Mann in Zelle 3. Mal sehen, ob ich in Zelle 1 Glück habe. David, du warst gerade in Zelle 1 und du wolltest nicht. Ach, aber zu dem willst du nicht. Ich bin mir sicher, dass sie uns jetzt auch nichts sagen wird, aber ich war doch in Zelle 1. Du Blödmann. Jetzt sind wir wieder ran. Die Kleine ist völlig abwesend. Genau. Sie braucht noch Ruhe, denke ich. Oh. Nein, das Spiel macht ja Spaß. Ich will mich ja nicht beschweren. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen knöttern möchte ich auch. Also gehen wir in Zelle 1. So, da ich mich daran erinnere, was wir tun müssen, werde ich es jetzt einfach tun. Ich werde tun, was getan werden muss. Wir zeichnen nämlich unsere Sitzungen ja auf. Und soweit ich weiß, müssen wir bestimmte Sequenzen nochmal abspielen. Das wird witzig in späterem Verlauf, weil wir da nämlich bestimmte Ausschnitte aus den verschiedenen Zellen wiederum anderen vorspielen müssen. Und sich da durchzuwühlen, ich weiß, dass ich es, also es ist für mich mit meinem Gedächtnis, aber ich will euch ja den Spaß nicht vorwegnehmen. Also gehen wir einfach auf Abspielen und hoffen, dass es richtig ist. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Mal sehen. Mal sehen. Ich glaube, wenn David mal sehen sagt, ist es immer der richtige Weg. Ich kann mich aber auch irren. Erkennst du das? Ah. Es ist die Aufzeichnung unserer letzten Sitzung. Setz dich zurück in die Stunden davor. Ich weiß, du kannst es. Denk an die Gänge. Du sagtest, du bist durch Gänge zu einem Zaun gelangt. Flashback Time. Ich bin in einem Gang. Ist es der gleiche wie in unserer letzten Sitzung? Nein. Da führen Steintreppen nach unten. Woher bist du gekommen? Aus dem Wald. Bist du allein? Ja. Da sind wieder diese Geräusche. Ich muss hier weg. Also, ich bin ja sowieso ein Fan von diesem Spiel, ne? Aber das ist ja wohl mal sau cool, oder? Diese Rekonstruktion, finde ich, ist extrem cool gemacht. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum mir das Spiel so gut gefallen hat. Ich mag das generell auch in Büchern. Ich meine, es ist bei Sebastian Fitzek relativ häufig so, dass man rückwirkend immer verschiedene Ereignisse aufdeckt. Ich meine, in irgendeinem Buch ist es so gewesen. Und das fand ich auch richtig, richtig cool. Dass man einfach am Ende einer Geschichte anfängt und die so Stück für Stück rekonstruiert halt. Das finde ich super. Hier sieht es natürlich auch sehr schön aus, muss ich sagen. Hier gefällt es mir auch. Oh, eine gemauerte Wand und eine Pistole. Ich muss da irgendwie durch.
Na dann? Eine Mauer. Ich muss da durch. Vielleicht geht es mit der Pistole. Es ist vielleicht jetzt nicht der herkömmlichste Weg, aber schießen wir auf die Wand. Ist ja wie in einem echten Shooter. Natürlich hat auch unsere Waffe unendlich Munition. Oh, einfach mal wüst auf alles schießen. Na komm schon. So ein schlechter Schütze kann ich gar nicht sein. Okay, bin ich doch. So, reicht's dir jetzt? Ich kann auch einfach wahllos auf irgendwas schießen. Okay, vielleicht geht er jetzt durch. Bevor ich noch weiter Spaß daran habe, kriechen, nehmen. Ah, nehmen wir erstmal einen Ziegelstein mit. Man weiß nie, wenn man ihn jemandem gegen den Kopf schlagen muss. Entschuldige, aber das ist in diesem Spiel harte Realität bestimmt. Ein Ziegel, sag ich doch. Dann gehen wir durch. Oder kriechen. Da muss man doch nicht durchkriechen. Kann man auch durchlaufen. Erhobenen Hauptes. Okay. Eine Tür, ein Gang und noch ein Gang. Aber wo uns diese Tür und diese zwei Gänge hinführen, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.